Ja Leute, willkommen zurück zu Pokémon Blatt Grün, der Nuzlocke Challenge. Wir sind auf Route 12, glaube ich, und haben gerade gegen diese ganzen Angler und glückliche Pärchen gekämpft. Und gehen jetzt... Oh, hier runter, was ist denn da? Da ist ja was im Weg, was ist denn das für ein fettes Vieh? Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg, das gibt's ja wohl nicht. Ah, müssen wir wieder zurück. Ein fettes, dickes Relaxo hat sich uns in den Weg gestellt. Also eher gelegt, weil es schläft. Und es ist faul wie ein Sack Kartoffeln. Oh, da ist ein Item, ich will es gerne haben. Ich habe keinen Surfer. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber ich will es irgendwie haben. Ich will alles haben. Ich bin gierig. Weiter geht's. Geht's nicht hier lang? Nee, Moment. Da oben links nach links. Ach, wir sind auch in der Vandia sind wir und müssen jetzt hier nach links gehen. Wo geht's denn hier lang? Route 8, waren wir da schon? Guck mal auf meine schlaue Liste. Route 8. Nein, da haben wir noch kein Pokémon gefangen. Man weiß ja nie genau, wo Routen aufhören und wo sie enden und ob sie nicht mal irgendwie wiederkommen. Hier ist ein Mädchen und ein alter Mann. Hallo. Eine Trainerin. Welches Pokémon ist süß, pummelig und kuschelig? Pummeluff. Scheiße. Ich hasse Pummeluffs. Also nein, ich hasse Pummeluffs nicht, aber die singen und die sind nervige Gegner. Oh, Pipis übrigens auch. Was ist eigentlich der große Unterschied zwischen Pummeluff und Pipi? Also, die sind beide normal, die sind rosa, die sind knuffig, die sind klein, die sind rundlich, die singen, die nutzen Pfund und sie können, glaube ich, beide Metronomen. Was ist denn der Unterschied eigentlich zwischen denen, der große? Verstehe ich eigentlich nicht. Sarge wird dem Pipi ordentlich auf die Fresse hauen, wenn es nicht einschläft. Ach nee, Moment, Sarge ist... der kann gar nicht einschlafen. Der ist nämlich aggressiv, der hat Munterkeit. Karateschlag. Tja, man. Mitten in die Fresse. Ja, sehr effektiv. Haha, Sarge kann nicht einschlafen. Ich wechsle es mal nicht, damit Laura eine EP kriegt, aber ich will nicht einfach nur, dass der... Kampf nicht schon vorbei ist, weil singende Gegner sind. Kacke, Sarge, Karateschlag, bam, ins Gesicht. Und das andere Pipi ist auch tot. Genick gebrochen. Durch einen kräftigen Handkantenschlag gegen den Kehlkopf. Ja, so stark ist der, dass das sogar das Rückgrat anbricht. Sei nicht so gemein zu Pipi. Doch, bin ich. Ich töte Pipi sehr gerne. Moment, hat Pipi auch einen Kehlkopf? Egal. Hey, alter Mann. Ich bin einmal hier rumgekommen, der Glücksspieler. Hier sind echt alle alten Leute, die hier rumsitzen, Glücksspieler. Da hatten wir schon auf Route 10 oder so, wo wir Thrawn gefangen haben, waren ganz viele Spieler. Fukano hat er. Oh, das ist ja mal abwechslungsreich. Lauron kann dagegen nicht groß anstinken. Oh nein, Bedroher. Das hilft sowas von gar nicht eigentlich. Obwohl natürlich gegen Gesteinsattacken ist es recht hilfreich. Weil das ist physisch. Lauron, Quatsch, nicht Lauron, Kamue. Ach, ein Glück schlug's fehl, das wäre total blöd gewesen. Kamul, Aquaknarre, mach es fertig, aber es wird nicht funktionieren. Ich glaube, irgendwie die Spezialverteidigung von Kokano ist recht hoch. Aquaknarre, blub. Oh, ich muss niesen, glaube ich. Falls ich gerade niesen, schon mal entschuldigen. Ich gern erstmal. Wechseln, ja, bitte. Auf den guten Lauron. Denn hier können wir wieder ordentlich EP abgreifen. Und Vulpix ist auch nicht so schlimm wie das andere Vieh. Pipi. Also, weil es nicht singt. Was wir machen? Achso, direkt wieder wechseln zu Kamul. Es kommt jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber es muss halt sein. Es könnte auch Kabel die ganze Zeit vorne sein, dann wäre es genauso lang. Ach, Brüller schlägt wieder fehl, wie schön. Aquaknarre. Oh, Vulpix ist so süß. Ich will es eigentlich gar nicht töten. Vulpix setzt Brüller ein. Vulpix! Oder wie? Oh, Lauron wurde auserwählt. Na toll. Ultraschall. Zack, tot. Hey, cool gemacht, Lauron. Dein erster Kill, glaube ich, kann das sein? Siegspieler Rick. Den Jackpot hab ich noch nicht geknackt. Gewinnt 17 Milliarden Euro. Oh. Alter, wer ist das denn?
Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Oh, hat der mich erschreckt, Alter. Ein Streber. Der hat wieder so bescheuerte Pokémon. Streber Gerrit. Gerrit ist ein blöder Name. Falls einer Gerrit heißt, würde ich entschuldigen, aber ich finde den Namen doof. Slimer! Yeah! Ich will einen Slimer haben. Das ist so geil. Guck mal, wie es sich freut. Yay! Yeah! Slimer ist geil. Dann könnte ich auch sagen, dass es Buu ruft oder so, aber nein, man kann sich ältere Sprites angucken von Slimer, den aus der grünen Edition, aus der japanischen, und da ist Slimer ganz eindeutig extrem euphorisch dabei zu jubeln. Wie blöd. Yeah! So, Theoden. Theoden levelt irgendwie ziemlich langsam, kann das sein? Komprimator. Das heißt, er ist schwerer zu treffen. Na toll. Psystrahl. Trifft trotzdem. Haha, Loser. Slimer, ich glaube, das war's. Ja, das war's mit Slimer. Lauron kriegt und Theoden kriegt. Zack, Level 26. Juppido. Slimog. Ich wechsle mal nicht. Slimog ist auch sehr, sehr cool. Ein praktisches Pokémon zum Trollen. Weil es halt den ganzen Giftscheiß kann und auch mit Fluch kann man sich ganz gut boosten. Das ist schon irgendwie komisch. Slimog macht Härtner. Härtner. Es ist aus Schleim. Wieso macht das Härtner? Das ist eine Matschpfütze. Wie sieht denn eine harte Matschpfütze aus? Egal. Nochmal zurück zu Fluch. Fluch ist eine Attacke, die verlangsamt das Pokémon und erhöht dafür den Angriff und die Verteidigung. Was für Slimog extrem gut ist, weil es sowieso schon sau langsam ist und es ist egal, ob es noch langsamer wird, weil es eh wahrscheinlich meistens hinten drankommt. Und da kann man es ruhig nochmal im Angriff boosten. Yeah, Lauren wird aufsteigen. Juhu. Theoden. Du bist dran. Oh Mann, das ist ja extrem abwechslungsreich hier. Entschuldigung, aber... Ja, mach dich nur zu hartem Schleim. Das ist bestimmt dann so vertrockneter, verhornter Schleim. Ih, eklig. Psystrahl. Zack, bams, weg. Aber ich hätte es gerne. Das ist so süß. Waaah, Slimer! Laura ist Level 21 und es lernt... Funkensprung! Ja, eine Elektroattacke. Jetzt kann ich mir jetzt vier Attacken lernen. Ja, bitte. Ich nehme dafür. Warte mal, nehme ich. Kreideschrei. Senkt die Verteidigung. Was völlig egal ist, da Elektroattacken ja. Dingens sind spezial. Dann nehme ich Kreideschrei. Schwupp. Kreideschrei vergessen. Und lernt. Funkensprung. Na, endlich. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Habe ich hier vorher schon so gesprochen? Egal. So, na, endlich hat Laura mal eine brauchbare Attacke gelernt. Sein Angriff ist nicht so hoch, also sein Spezialangriff ist hoch. Ja, das ist gut. So, Funkensprung kommt dann mal nach vorne, nicht wahr? Schön, jetzt hat es endlich eine Elektroattacke. Was gibt's hier? Ah, hier ist... Moment, ich will es aber nicht einsetzen. Erstmal gucken. Hier ist ein Pärchen von Mädchen. Entschuldigung. Hm, hauen wir die doch mal weg. Nora. Die Kraft von Zwillingen ist fantastisch, wusstest du das? Ja, die haben irgendwie so telekinetische Kräfte, mit denen sie uns unterhalten können. Telepathische, meine ich. Pipi und Pummeluff. Oh, oh. Zwillinge Nora und Hiro, wer ist eigentlich vorne bei mir? Spallig. Na toll, ist nicht so gut. Lauron kann mal einen Funkensprung auf Pummeluff machen. Und Spallig wird ausgetauscht gegen den guten, mächtigen Sarge. Spotlight. Ich weiß auch nicht, was es bringt. Kann ich jetzt nur noch Pipi angreifen? Oh.
Ja, kann ich. Interessant. Ich versuche trotzdem mal Pum noch anzugreifen. Und Sarge macht Karate-Schlag. Oh, nicht auf Pipi. Nee, egal. Zack. Ein Volltreffer. Und jetzt noch ein Karate-Schlag auf Pipi. Und es ist weg. Toll, hat viel gebracht. Zack. Boom. Tot. Na, die haben keine Chance. Die tun nur so. Oh, Walzer. Ich zittere schon vor Angst. Ja, Funkensprung. Und Karateschlag. Ist eh nach dem Karateschlag tot, aber egal. Oh, Funkensprung hat auch ganz schön Schaden. Aber jetzt ist es eh tot. Punkt wurde besiegt. Lauren erhält EP, Spallig erhält EP und Sarge erhält EP. Zwillinge Nora und Jo. Aber wir nutzen unsere Zwillingskraft. Ja, das hat euch aber nichts genützt, ihr beiden. Tja. Loser, loser, loser. So, schneide ich das mal durch. Hallo. Oh, ich habe gar keinen Zerschneider im Team. Also gar echt nicht. Ah, okay. Öffnen, wer kann das denn lernen? Zerschneider, okay. Nur Spallig. Spallig kann aber schon schöne Attacken, Säure und den ganzen Kram. Ob ich hier einfach mal dran vorbeigehe? Ich glaube, hier ist ja eh nichts drin. Oder? Oh. Das ist Rudel. Ja, da ist außer Gras ist da nichts drin. Hier geht's hoch. Okay, was ist denn mit euch da oben? Hallo, Duda. Es muss ziemlich blöd aussehen, wie wir hier rumstehen. Ja, in der Tat, das tut es. Du Göre, du. Göre Leila. Ein Taubsi. Oh, endlich mal Futter für den guten Lauren. Jetzt kann der mal richtig reinhauen, hoffentlich. Kampf. Funkensprung. Wumms. Ja. Oh, wie befriedigend, das ist endlich nicht mehr austauschen zu müssen. Ratfratz. Austauschen, ja, für Sarge. So, der krempelt ihm das Gesicht nach hinten, dem armen Ratfratz. So. Kapauz! Bam, auf die Fresse. Das sage ich auch ganz schön oft. Das muss ich mich mal abgewöhnen. Nidoran. Austauschen, ja, auf Theoden. Was ist noch gut gegen Gift? Theoden, ja. Psi-Strahl. Wie, zack, bums. Oh yeah. Mauzi. Wechseln, ja, gerne, bitte. Dann nehme ich doch wieder Lauron. Ach Quatsch, Sarge natürlich. Gibt's einen fetten Affen, Schweinsaffen, Fäusten haut er den jetzt ins Gesicht, dem Mauzi, und bricht ihm die Münze ab. Ich wüsste gerne, ob das Mauzi Zahltag kann. Ist zwar jetzt egal, weil es eh besiegt ist, aber. Wir hatten ja auch mal eins, stimmt ja. Oh, Pikachu. Wir haben gar kein Boden-Pokémon mehr, stimmt. So gesehen ist Elektro auch einer der besten Typen, weil es nur eine einzige Schwäche hat. Oh, Moment. Entschuldigung, so. Eine einzige Schwäche, wie gesagt, und zwar Boden. Ach, da behalte ich Sarge drin. Und hoffe, dass es einfach reicht, wenn ich ihn verkloppe mit meinen Affenfäusten. Pikachu wird eingesetzt. Ja, von Leila. Pikachu! Kampf. Karateschlag. Zack. Oh, das habe ich nicht erwartet. Ja, das reicht offensichtlich. Schau, was du getan hast. Ja, ich habe alle deine Pokémon umgebracht. Hey, du Tusse da. Mauzi ist so süß. Miau, miauz. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Aber so ein Billigkat ist cooler.
Pokémon Sarge. Wieder einer von den normal Einsätzern. Oh, ganz schön stark. Ah, gleiches Level. Respect, Mounty, Respect. Ich respektiere dich. Lauren kriegt so und so viel. Und steigt auf. 120 ist es schon. Sehr gut. Mauzi. Hast du nur Mauzis? Das wäre ganz schön lame. Drei Mauzis. Kannst du gar nicht auseinanderhalten. Und dann sind die immer so ein bisschen angepisst, weil du sagst, hey, Mauzi Nummer 1, geh mal dahin. Aber es ist Mauzi Nummer 2, was du eigentlich ansprechen willst. Naja. Sarge kriegt. Ja, und noch ein Mauzi. Ich will nicht austauschen, ich hab mich verklickt. Mann, oh Mann, blödes Spiel. Kampf, Karate. Wow. Sehr effektiv und Mauzi ist kaputt. Sarge kriegt Millionen Erfahrungspunkte und Frieda ist besiegt. Miauts. Und ich kriege Kohle. Und jetzt renne ich zurück ins Pokémon Center. Aber wie ich das mache. Ach nee, das mache ich auf Screen. Okay, bis dann, Leute. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis dann.